Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Chronicles Russia und wahrscheinlich auch der letzten Sequenz, der letzten großen Erinnerung, die es hier in diesem Spiel gibt. Denn 10 habe ich gesehen, für 10 bekommt man die letzte Uplay-Aktion. Und was ich dort gelesen habe, das war nicht so erfreulich. Besiege den Panzer. Черт возьми. Naja, lieber nicht. Okay, Wettlauf in die Freiheit. Orelov und Anastasia sind auf der Flucht vor ihren früheren Verbündeten, den Assassinen, die jetzt mit dem Panzer anrollen. Und wir haben 6 Minuten Zeit, um zu fliehen. Wow, da kommt er. Lauf. Der Panzer kommt, der Panzer kommt. Ja, Spieler desynchronisiert. Das war mir so klar. Dabei waren wir ziemlich fix. Ja, nu. Laufen, mein Lieber, laufen. Weißt du, wie sowas geht? Ja, ich weiß auch nicht, warum er nicht so schnell läuft. Ist ja Blödsinn. Schneller kann ein Spieler, der das noch nie gespielt hat, sowieso nicht laufen. Komm, oh, er hält sich da an der ollen Kiste auf. Okay, irgendjemand schießt auf den Panzer. Gut für uns. Nee, der Panzer schießt auf uns. Wir müssen in Bewegung bleiben. Ach, nee. Weg mit dir. Du kannst dich auch noch ewig mit ihm aufhalten. Komm schon. Rom. Ja, das war mir klar. Weil er sich auch nicht bewegt. Da kommt er. Nein. Ich will nicht von ihm erschossen werden. Ja, das nehme ich noch mit. Ich habe Zeit. Alle Zeit der Welt. Und jetzt lauf, er kommt wieder. Ja, da kommt er schon angerollt. Oh, was ist denn mit dir los? Ich verstehe das nicht. Mein Gott, er hängt sich an jedem Piss auf. Da soll man nicht aggressiv werden, oder was? Da, guckt euch das an! Ich verstehe das nicht. Dabei springe ich schon extra spät ab, damit er gleich auf der anderen Seite wieder landet. Nervig. Einfach nur nervig. Er springt auch nicht hoch, wenn ich es ihm sage. So ist gut. Noch einmal springen. Oh, das ist doch nicht zu glauben. Er springt nicht. Ich verstehe das nicht. Jetzt hat er es gemacht. Na, endlich. Was tat er? Yes. Leckt mir doch die Füße. Was? Bastards.
brauchst zu lange, Nikolai. Eindeutig. Aber ich muss doch hier lang, oder? Verstehe ich nicht, aber okay. Ein Häschen, Häschen, ne? Nikolai, komm, bitte. Ich kann's nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie ich da langkommen soll. Natürlich muss ich irgendwie unterdurch flutschen. Aber das kann doch nicht im Affekt passieren. Waren die anderen Missionen damals mit Shao wesentlich angenehmer. Guck, da unten war ich. Da, wo die Rauchwolke war. Da war ich. Verdammt. Ja. Ich meine, ihr wisst ja jetzt, wie es funktioniert. Wenn es wieder nicht klappen sollte, bin ich wieder ruhig, damit ich das rausschneiden kann. Komm, komm, komm. Ja, natürlich war das knapp, aber was soll ich machen? Anders geht's ja nicht. Go, go, go. Rollt er schon wieder. Eigentlich soll das Level in 6 Minuten geschafft sein. Das könnt ihr doch vergessen, dass das klappt. Komm hoch. Kommt. Er kommt. Er ist unterwegs und er wird gleich anrollen. Ja. Okay, er kommt wieder. Lauf, Mensch. Er ist einfach zu langsam. Er ist zu langsam für diese Welt. Der kriegt nichts gebacken. Gar nichts. Nur Mut, Nikolai. Komm hoch. Lauf. Lauf einfach, lauf. Animus-Datenfragment. Rundherum, es ist nicht schwer. Okay, nächste Runde. Jetzt heißt es andersrum. Ach du Scheiße. Komm schon. Du bist ganz gut dabei. Nikolai! Nikolai! Weiche den Panzer aus. Wir haben es geschafft. Nicht ernsthaft. Es nimmt Bewegung bleiben.
Oh Gott, zerstöre den Panzer. Komm hier nicht hoch. Wie soll ich den denn zerstören? Ach so, ich sehe es. Schießen. Einfach erstmal unten bleiben. Okay, alles gut. Zerstöre den Panzer, ihr seid witzig. Komm, komm. Au. Oh, nicht einmal getroffen werden und dann ganz nach oben. Ihr seid echt fies. Nicht springen, sondern unterdurch. Ja, ich weiß. Das kann man gar nicht schaffen. Vor allem nicht auf Anhieb. Ja, ist doch gut jetzt. Natürlich, auch sowas passiert. Andauernd. So, und jetzt wieder unter durch. Ab nach oben. Komm. Und oben dann B drücken, ja? Quatsch, Mensch, was muss ich denn drücken? So. So. Und so. Ich werde hier andauernd abgeschossen. Geschafft? Und dann das da. Ach du liebes bisschen. Kann's nur versuchen. Okay, Panzerli. Geschafft? Nicht ernsthaft. Und jetzt? Achso, runter. Oh Gott. Da hinten. Ja, nee, ist klar. Und sonst so? Komm, lauf. Sag nicht, ich muss den ganzen Weg wieder zurück. Achso, doch, dahin. Erstmal die Schützen wieder. Ich drücke immer die falsche Taste. So, da ist das Panzerli. Aber worauf soll ich schießen? Ah, darauf. Okay, zerstöre den Panzer. Uplay-Aktion beendet. Panzerjäger plus 40 Uplay-Punkte. Wir sind durch.